Tom Walek ist der Ö3 Mikromann. Vor kurzem hat der Herbst begonnen. Okay. Ich hätte gern gewusst, wie heißt die Jahreszeit nach dem Sommer und vor dem Winter? Frühling. Frühling? Ja. Okay, woher wissen Sie das? So. Also als Kind wahrscheinlich gelernt. Als kleines Kind lernt man das, dass nach dem Sommer kommt der Frühling und dann kommt der Winter. Ja. Wann kommt bei Ihnen der Herbst? Wie viele Jahreszeiten hat denn das Jahr in Österreich? Das weiß ich nicht. Ich gebe Ihnen drei Zahlen zur Auswahl, 4, 12 oder 36. Jahreszeiten in Österreich? In Österreich, ja. Ich weiß auch nicht. Was war es nochmal, 4? 4, 12 oder 36. Ich sage mal 12. 12. Ja. Okay, wie viele Monate hat denn ein Jahr? 6. 6? Ja. Okay. Wie heißen diese 6 Monate? Wo soll ich anfangen? Wo Sie wollen. August. August, erster Monat. September. Zweiter Monat. Juni. Dritter Monat. Juli. Vierter Monat. März. Fünfter Monat. Dezember. Sechster Monat. Das sind die 6 Monate, die es in Österreich gibt, oder? Ja. Okay. Also in Österreich gibt es gar keinen Jänner, oder? Ja, Entschuldigung, habe ich vergessen. Haben wir schon 7? April. Haben wir schon 8? Dann. Wie viele Monate hat jetzt ein Jahr in Österreich? Mai. Jetzt haben wir schon 9. Wie viele Monate hat das Jahr in Österreich im Schaltjahr? Sie haben 6 zuerst gesagt. Ja. Das kann leider nicht ganz stimmen, weil wir haben jetzt schon 9. Mhm. Also wie viele Monate hat ein Jahr? 9. 9? Ja. Okay. Und das haben Sie auch zu Hause gelernt oder in der Schule? Ja, ich glaube, früher als kleines Kind mal. Hier spielt die Musik.